Ja, hallo. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier wieder die zweite Agentenpistole. Die Preise werden immer höher und damit nehme ich mal an, wird die Qualität auch besser oder auch vielleicht nicht, werden wir ja alles sehen in diesem Video. Und ja, wie auch die andere habe ich diese hier von Teddy mitgebracht. Und ja, die packen wir jetzt mal aus. Gucken sie uns mal an. Mal schauen, was uns diese Agentenpistole so bietet. Ja gut, für 3 Euro, logisch, da kann man natürlich nicht viel verlangen. Oh, die hat sogar ein Kugelmagazin. Tja, Made in China, gut. Das dürfte also von der Qualität her eigentlich alles sagen, was wir mit so einer Pistole zu erwarten haben. Trotzdem bin ich mal gespannt. Ich werde das Magazin jetzt hier füllen und dann werden wir die mal testen. Mal gucken, was was da so bei rauskommt. Da bin ich also echt mal gespannt. Ja, leicht ist sie natürlich. Wie gesagt, sie ist komplett aus Plastik. Das Einzige, was hier aus Metall ist, sind die paar Schrauben hier, die hier verarbeitet worden sind. Aber das andere alles ist nur Plastik, Plastik, Plastik. Ja. Wie die funktionieren soll, weiß ich auch nicht. Sie hat keinerlei Mechanismus. Gut, aber das werden wir gleich testen. Ich fülle jetzt erstmal das Magazin und dann sehen wir weiter. So, jetzt probieren wir die aus.
So, ja, nun zu dieser doch eher ernüchternden und enttäuschenden Superwaffe. Also, ich habe mir da ein bisschen mehr von versprochen, ganz ehrlich gesagt. Aber, gut, sollte nicht sein. Vielleicht ist hier irgendwie ein Baufehler drin. Ich sage mal, für 3 Euro kann ich nichts falsch machen, wenn ich das Ding hier mal aufschraube und mir mal das Innenleben angucke. Vielleicht hat der Chinamann da irgendwas, ja, falsch zusammengebaut oder nicht richtig zusammengebaut. Auf jeden Fall so, wie es jetzt hier aus der Kiste kam, ist das Teil leider unbrauchbar. Ihr habt es ja vorhin gesehen, es ging ja fast gar nichts. Und wenn sie mal geschossen hat, dann muss ich natürlich dazu sagen, also dann war das auch gar nicht mal so schlecht. Also ein bisschen Dampf scheint sie zu haben. Dampf, das hört sich an. Also ein bisschen was an, ja, an Spaßfaktor, sage ich mal, hat diese Waffe sonst mit Sicherheit. Aber ich sage mal, wenn alle Waffen oder ja, Waffen, wenn alle Pistolen so gebaut sind wie diese hier, dann würde ich doch lieber sagen, lasst die Finger von. Kauft euch für diese 3 Euro was anderes, was Sinnvolleres. Also das hier ist in meinen Augen die 3 Euro nicht wert. Es sei denn, ihr wollt auf YouTube irgendwelche Spielfilme drehen und braucht eine Pistole, aber selbst dafür ist es ziemlich schnell zu erkennen, dass das hier nur billigster China-Schrott ist. Gut, das war's nun über diese sagenhafte Pistole. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt. Jetzt nicht mit dieser hier, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir ab und an mal, ich sage mal, vernünftige ja, Luftpistolen, Airguns, wie auch immer, mir die ein oder andere mal zulegen könnte, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn ihr dann davon Videos sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ansonsten, ja, bedanke ich mich erstmal und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.